So, wir kommen zurück zu diesem lustigen Spiel, das sich da Yakuza 5 nennt. Wir kämpfen gegen irgendwelche Leute. Und ich muss eigentlich ganz viele Leute mit Ults umhauen, damit ich mein AOE-Ult machen kann, ne? Weil das Ding mit der ich habe keine Stange mehr. Aber diese Animation dauert ja ewig. Naja, gut. Ist halt, wie gesagt, sehr komisch, dass der Baseballspieler von allen Leuten... Oh nein. Und der hat einen Baseball. Gib ihm mehr. Ich komme nicht dazu, hier mit meinem Ult... Oh nein! Lass mich los, du Penner! Ich komme nicht dazu, einen Ult zu machen. Jetzt. So Kämpfe gegen Massenmagie auf jeden Fall wesentlich mehr. Hab ich schon das bekommen? Oh, das, wir müssen aber eine andere Waffe nehmen. Das dauert mit diesem Stock wesentlich zu lange, die Dinger. Da hat ja wirklich keiner für Zeit. Ja. Achso, ja, gut, er ist mir erstmal Schläger, ne? Achso, ja. Er will mich wahrscheinlich unterstützen. Oh nein! Irgendwo gibt es hier einen Elektroschock-Typen. Ich sehe ihn. Aua. Der hat auf jeden Fall Prio 1, der Elektroschock-Dude. Das dauert wesentlich länger. Alter. Oh, ich glaube, ich hab den. Ja, ich hab den Elektroschock erwischt. Sehr gut. Das hängt. Hä? Was ist denn jetzt los? Aha, na gut, wir können ja mal einen Heiltrank trinken, würde ich mal sagen. Ich habe ja noch ein paar kleine. Ja, jetzt ist aber los hier. Okay, drei Leute gleichzeitig. Mit dem Sturdy Katana. Ich glaube, die Reihen der Familie lichten sich ja auch langsam so ein bisschen, ne? Warum ist eigentlich ein Baseballwerfer in der Lage, mit einer Pistole so gut zu treffen? Ich meine, er muss ja eigentlich ein bisschen neben Shinada gezogen haben. Er hat ja genau das Herz von dem anderen Typen getroffen. Gut, dass mich diese ganzen Haruka-Rhythmus-Spiele da auch vorbereitet haben, die Quicktime-Events jetzt wesentlich besser zu können. Hä? Er hat durch den Block noch einen Schlag reingehauen? Ja, das hat jetzt noch einer. Ja, ich glaube, ich kriege hier meinen AOE... Mein AOE-Finisher nicht mehr hin. Alter, wie viel Hit die einen abziehen? Oh, Gotter, schon wieder ein Gotter. Der Namenspool von Gegnern ist, glaube ich, sehr beschränkt. So, den letzten kann er wohl Sava da wieder alleine umhauen, oder? Warum er jetzt auf einmal ein Gewissen entwickelt hat. Oh, den letzten darf ich wegfinishen. Nein. Jetzt. Da haben wir nicht viel... Oh ne, jetzt kommen noch mehr Leute nach, oder was? Doch nicht?生きてるか、シナダ。
それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた？あの試合の前夜、錦江町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱い。なあお前、本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。俺たちに失敗は許されない。それだけです。分かってる。そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの。大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くこっから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。品田。おい品田、何やってんだ。邪魔だよ。
こいつらがいちゃう。え？急いで片付けよ。グラウンドが汚れる。は？何言ってんだお前。決着をつけよ。俺たちの勝負に。Also, das sind wieder ein bisschen mehr Erklärung hier. Also, sie atmen noch, ja, das wollte er wissen, wie hast du den Homan gemacht, und dann wollte er erst wissen, warum er einen Fastball geworfen hat, und das war auf jeden Fall die Anweisung, weil anscheinend Ole Coach Fujita war sich unsicher, er hat nämlich irgendwie die Nacht davor an der Bar erzählt, dass die 4 Jahre, die er da mitgemacht hat beim Schummeln der Spiele, waren für die Hölle und war ganz doll schlimm, und er kann das eigentlich nicht haben, dass so ein großartiger Werfer wie Sabada da irgendwie nur durch Täuschung irgendwie aufgestiegen ist und nicht durch Fähigkeiten. Und der wollte halt einfach den Fastball sehen. Und dessen wollte er China, und da hat er wie den Sport geliebt, und wollte dessen China da auch nicht einfach so als Werkzeug enden lassen, die ganze Nagoya-Geschichte zu machen. Weil selbst wenn er den Homan nicht getroffen hätte, wäre das die ganze Schummelei so früh herausgefallen. Einfach, weil die Kohora-Familie das so wollte. Und deswegen hat er seine Seele dafür verkauft, weil er für seine Liebe für das Spiel, bevor sich das letzte Mal nochmal sieht, war er bereit, nochmal alles aufzugeben, und hat deswegen den Fastball werfen lassen, weil diese Rivalität zwischen Sabata und China da für ihn die Reinheit des Spiels symbolisiert hat. Und deswegen wollte er das halt dann sehen. Dann hat China da angefangen, welche Leichen aus der Gegend zu ziehen, wobei Dings hat gemeint, ja, wir müssen uns ja aber ein bisschen beeilen, hier kommen bestimmt gleich noch mehr Schläger. Warum auch immer die kommen sollten, wenn die alle bewusstlos rumliegen. Ich meine, wer soll die rufen? Er sagt, ja, hilf mir hier mal, die gehören hier eh nicht, aufs Feld, und wir beenden das jetzt, hier unser Ding. Und das machen wir. Ich hoffe, ich muss das nicht selber spielen. やるのか、本当に。ああ。知りたいんだろ？ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前、本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう。次が7球目。15年前と同じ。次の球で終わりだ。Alter! Ihr könnt doch kein Quicktime-Event machen, während ich Notizen mache! Homura. どうして?
どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない。待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年って、お前、20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日、俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。え？ありがとな、沢田。Was ihr nicht hört, ist übrigens mein furioses Kratzen des Füllers über das Blatt Papier, wenn ich ja mal irgendwie versuche, halbwegs mitzuschreiben. Now kiss. Well, nope. Das hat also jetzt noch vor dem Quicktime-Event, wo ich mich aufgeregt habe mit, hey, wir machen das jetzt echt, was? Du willst doch mein Geheimnis wissen. Ja, dann hoffe, du bist nicht zu schwach geworden, hat er gesagt. Dann war ein bisschen Banter hin und her. Dann haben sie ein bisschen geworfen, er hat irgendwie ein bisschen rumgefault und gesagt, ja, das ist ja nicht mein echter Fastball. Und ich dachte, du willst hier ein Match fahren, dann hau den doch mal. Ja, der Ball war schlecht, warum hast du ihn nicht irgendwie in die Landschaft gehauen? Also wie, weil da wurde den Kopf durchschüttelt, also gesagt, nee, den nehme ich nicht. Und dann war der 7. Ball der echte und weißt du, weg das Erinnerung, babab. Und dann kam auf einmal dieses Quicktime-Event. Vor allem, ich stehe hier mit einem Finger mit der Blocken halt, mit der anderen schreibe ich hier den scheiß Dialog mit und mein Controller liegt hier neben mir auf dem Tisch und ich sehe immer so, X, ah! Vor allem noch die Viertelsekunde. Aber welche Taste war denn jetzt? X! Ob die Sequenz anders geworden wäre, wenn er den gegen die Landschaft gehauen hätte? Naja, whatever. Und er hat nicht gewusst, dass ein Fastball kommt. Er hat die ganzen Jahre darauf gewartet, weil vor 20 Jahren in Koshien hat er einen Fastball gehauen. Und er kann irgendwie die Curveballs von ihm nicht lesen oder kann er irgendwie. Klar, das ist wieder Baseball-Talk, da komme ich nicht hinterher. Und er kann nur Fastballs hauen, das sind anscheinend die Geraden. Aber sein Traum ist eigentlich nicht wahr geworden, weil das, wenn die beiden nicht Mitleid mit ihm gehabt hätten, dann wäre es ja nie passiert. Und deswegen war das ja irgendwie nicht so richtig wahr. Aber jetzt hat ihn ja Olazawa da genau das gegeben, was er hat. Und jetzt kann er glücklich in den Ruhestand gehen und hat die Hand gegeben, dann war es das. So. Dann sind wir fertig mit China da. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Okay. Ich nenne jetzt diese Episode Curveball und Fastball. Oder warte mal, oder der 7. Wurf. Ja, komm, der 7. Wurf klingt dramatischer. Der 7. Wurf. Ja doch, das klingt wunderbar dramatisch. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao.